So, nun wissen wir, was wir brauchen. Dann betrachten wir noch mal das Bücherregal. Rezeptbuch. Theorie der magischen Verteidigung. Runenübersetzung für Fortgeschrittene. Ah, hier. Zaubertränke und Zauberbräue. Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Das hier sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Hier stehen die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Stärkungselixier verleiht übermenschliche Stärke und steigert das Selbstbewusstsein. Es werden benötigt rote Schweißachseln, Geisterpilze, Hirschkäfer, Geweihpulver, Pfefferminze, Schimmelschleimextrakt, Knochenwürmer, asthmatische Speckmaden, eine Kristallfiole. Am besten kümmere ich mich als erstes um die Zutaten. Dann untersuchen wir die Behälter mit Trankzubehör. Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Dann betrachte die Presse. Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Und den Tontopf? Pfefferminze. Hey, das brauche ich für meinen Trank. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. Dann haben wir noch das Bücherregal, ja. Nimm eine Fiole. Ich brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Untersuche das kleine Kästchen. Auf diesem Kästchen steht nichts. Da drin liegen dicke weiße Maden. Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ich nehme sie mit. Ja, asthmatische Speckmaden. So, also was brauchen wir gleich noch? Knochenwürmer, Schimmelschleimextrakt, Hirschkäfer, Geweihpulver, Geisterpilze, rote Schweißachseln. Oder haben wir hier noch was? Nein. Den Steinmörser. Ein Steinmörser mit einem Stößel. Im Mörser können Zaubertrankzutaten zerkleinert werden. Okay, dann haben wir hier noch den Karton. Vielleicht finden wir noch etwas. Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Okay, dann betrachten wir das Schafskelett noch. Ein geschorenes Schaf, glaube ich. Schafe sind gefährlicher, als man uns glauben machen will. Sie verbergen etwas, sagt Opa. Naja. Währenddessen. Du hast mich rufen lassen, Mutter? Ein Buch. Der Aufbewahrungsort steht in einem Buch. Es ist verloren. Die verfluchte Elfe wird es haben. Und ein Ring. Ein Ring wurde zum Erzmagier geschickt. Verdammt, wer hat ihn? Nur ein Gnom. Meine Spione sagen, er ist schon in der Stadt. Aber er wurde noch nicht zum Erzmagier vorgelassen. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor der Alte etwas davon erfährt.
Ich glaube, ich habe da eine Idee. Der Gnom wird den Erzmagier nie erreichen, aber ich brauche deine Hilfe, Mutter. Zur gleichen Zeit in Seefels. Geht die Geschichte mit dem kleinen Bilbo Wetterquarz weiter, aber nicht mehr in dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, ciao. Willkommen zurück bei der Book of Unwritten Tales. Jetzt muss ich gerade schauen, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir müssen jetzt da genau den Zaubertrank noch mixen. Wir sollten, glaube ich, in den Wald gehen. Gehe zum Sumpf des Todes, genau. Der Sumpf des Todes. Betrachte den Steinkopf. Ein ziemlich großer und ziemlich hässlicher Steinkopf. Er wurde nur grob behauen. Eine wirklich primitive Arbeit. Betrachte die Laterne. Seltsam. Warum brennt hier mitten im Sumpf eine Laterne, so weit weg von der Stadt? Betrachte die Laterne erneut. Laternen mitten in der Wildnis sind meistens kein gutes Zeichen. Egal, ob sie in einem verschneiten Wald oder in einem Sumpf stehen. Ein verschneiten Wald. Die Chroniken von Narnia lassen grüßen. Betrachte vertrocknete Pflanze unter dem Baum. Sieht alles andere als gesund aus. Überall auf seiner Borke wachsen diese seltsamen Pilze und er scheint langsam im Sumpf zu versinken. Betrachte die Pflanze am Baum. Da wächst eine Pflanze am Baum. Hey, das sind rote Schweißachseln. Dann nimm sie mit. Ich hab sie. Den Baum können wir nicht mehr betrachten, dann gehen wir etwas weiter und betrachten das Skelett. Ich frage mich, was das für ein Tier gewesen ist. Und noch viel wichtiger, gibt es diese Tiere hier noch immer? Nimm einen Knochen. Mal sehen. Ganz morsch. Aha, da sind Knochenwürmer am Werk. Sie höhlen Knochen aus wie Holzwürmer die Bäume. Damit habe ich die Würmer für meinen Trank. Dann betrachte das Schiff, auch wenn hier gar kein Schiff ist. Ich frage mich, wie das hierher gekommen ist. Vielleicht bei einer Sturmflut? Betrachte das Schiff erneut. Die Schnitzereien sehen unglaublich aufwendig aus. Irgendjemand wird sehr lange daran gearbeitet haben. Bestimmt. Jetzt haben wir alles abgearbeitet und gehen durch die Öffnung im Schiff. Oh, wer ist denn das? Aber betrachten wir erst einmal den Zylinder. Ein alter Hut, der schon bessere Tage erlebt hat. Er glänzt nicht mehr und er hat ein paar Mottenlöcher. Betrachte den Zylinder erneut. Ein alter Hut, der schon bessere Tage erlebt hat. Und jetzt wissen wir, den Hut brauchen wir später noch, weil er den gleichen Satz wiederholt. Nimm ein Stück des Taus. Ich glaube, ich kann eine einzelne Faser herausziehen. Ja, das ist ein schönes, dünnes Seil. Perfekt. Betrachte das Buch der Toten. Altes Buch. Es ist leer. So. Betrachte. Ja, betrachten. Einfach komisches Objekt. Ein menschliches Skelett. Vielleicht gehörte die arme Seele zur Besatzung des Schiffs? Vielleicht, dann betrachte ihn nochmal. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Das Skelett sieht ziemlich alt aus und müffelt ein wenig. Aber ansonsten... Ich müffel nicht. Ah, Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Das wage ich zu bezweifeln. Leider. Wer sind Sie? Ich bin der Tod. Bäh! Angenehm, ich bin Wilbo. Müssen Sie da nicht in Großbuchstaben sprechen? Sie sind der Tod?
Ich habe immer gedacht, den Tod hört man nur in seinem Kopf. Und müssten Sie nicht in Großbuchstaben sprechen? Irgendwie beeindruckender halt? Was ist der Tod schon in dieser Welt? Gar nichts. Das hier ist ein verfluchtes Point-and-Click-Adventure. Hier stirbt niemand. In jedem vernünftigen Rollenspiel muss man 100 Ratten töten, nur um die zweite Stufe zu erreichen. Das sind richtige Spiele. WoW. Ich glaube zumindest, dass es WoW ist. Sonst irgendein anderes Rollenspiel. Ich weiß, ich kenne nur von WoW das, was in der South Park-Folge kam. Du meinst, niemand kann sterben? Das ist ja schrecklich. Adventures? Rollenspiele? Wovon redest du überhaupt? Aber vor Jahren habe ich doch meinen Hamster Mucki im Garten. Oh, oh, Mucki. Und das ist eine schlechte Sache, wenn niemand sterben kann? Für mich schon. Ich bin arbeitslos. Ich habe nie etwas anderes gelernt. Es war mein Leben. Warum ist es hier dunkel und in der Stadt hell? Mir ist aufgefallen, dass es hier im Sumpf Nacht ist. Und in der Stadt ist es Tag. Wie kommt das? Keine Ahnung. Vermutlich Magie. Ah. Alles, was sich nicht erklären kann, was man sich nicht erklären kann, ist Magie. In der Zauberschule steht ein Geisterspiegel. Kennen Sie den? Kennen Sie den Geisterspiegel, der in der Zaubererschule steht? Sicher. Hat früher dem alten Balthasar gehört. Meister Markus sagt, er führt in das Reich der Toten. Jupp, tut er. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Gibt es gar keine andere Möglichkeit? Warum sollte es? Es ist ein Geisterspiegel. Kein Lebender hätte Interesse daran, durch den Spiegel zu gehen, glaub mir. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist der Tod nicht das Ende, sondern nur der Anfang von etwas Neuem? Was versuchst du da? Intellektuell zu sein? Immerhin ist es eine der zentralen Fragen des Lebens. Mich hat nie interessiert, was nach mir kommt. Ich blicke nur voraus. Solltest du auch. Sie sind doch der Tod. Können Sie nicht einfach losgehen und jemanden ins Jenseits befördern? Aber Sie sind doch der Tod. Wer sollte Sie daran hindern, irgendwelche Leute umzubringen? So einfach ist das nicht. Ich bin mittleres Management. Ich treffe keine Entscheidungen, ich führe nur aus. Das heißt? Wann jemandem die Stunde geschlagen hat, lege nicht ich fest, sondern der Chef. In dem Buch dort, dem Buch der Toten, ist alles aufgeschrieben. Name und Todeszeitpunkt eines jeden Lebewesens in dieser Welt. Aber wie du leicht sehen kannst, steht da gar nichts. Kein Mord, kein Unfall, kein Suizid. Hier ist noch nie jemand gestorben und hier wird auch nie jemand sterben. Was soll ich also hier? Ich muss sterben oder vielmehr, ich muss zu einem Geist werden. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Nein. So ganz klar ist mir das noch immer nicht. Solange dein Name nicht im Buch der Toten steht, kann ich dich nicht ins Jenseits befördern. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte? Hier geht es um das Alpha und das Omega, die Ewigkeit. Also, nicht? Nein. Können Sie nicht einfach ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben? Wenn Sie ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben würden, dann könnten Sie die Leute doch umbringen, oder? Und mir Ärger mit den Buchprüfern einhandeln, lieber nicht. Es gibt Buchprüfer für das Buch der Toten? Was tun die? Die prüfen das Soll und Haben. Habe ich exakt so viele Leute getötet, wie ich töten soll? Ein winziger Toter zu viel und hier ist die Hölle los. Nee, nee. Ich lass meine Finger von dem Buch der Toten. Ich muss weiter. Todlangweilig hier. Oh Mann. Betrachte den Ofen. Ein massiver Ofen mit einem schönen Feuer. Er spendet wenigstens etwas Licht und Wärme. Und nochmal ansehen. Ein massiver Ofen mit... Und schon wissen wir, dieser hat auch eine Funktion.
Ach genau, da sind die bläulich schimmernden Pilze, die ich noch brauche. Bläulich schimmernde Pilze mit grünen Sprenkeln. Das könnten die Geisterpilze für meinen Trank sein. Dann nimm die Geisterpilze. Dann schauen wir mal auf das Zaubertrankrezept. Hirschkäfer, Geweihpulver und Schimmelschleimextrakt brauchen wir noch. Knochenwürmer, dünnes Seil, Geisterpilze, Zauberregen, bla bla bla, blablabla. Komm, lauf mal schneller, kleiner Wildwurm. Betrachte die Stadtmauer. Habe ich noch gar nicht gewusst, dass wir sie immer noch anschauen können. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart gekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Betrachte das Emblem. Ich glaube, das ist das Emblem der Stadt. Aber es ist ganz verwaschen und dreckig. Man kann nichts erkennen. Oho, der feine Herr spricht das Emblem aus. Ja, ja. Betrachte den kleinen Baum. Ein kleiner Baum? Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. Ja, wie war das dünne Seil an den Baumketten? Davon hat mir Opa mal erzählt. Der Baum klemmt unter einem Stein fest. Ein leichtes Zupfen am Seil und die Schlinge zieht sich blitzschnell zu. Hoffe ich zumindest. So, was brauchen wir noch? Karotte brauchen wir eigentlich noch. Dann sprechen wir noch mal mit dem Schausteller. Vielleicht weiß der ja noch was Interessantes. Wie wir den Zaubertrick vollführen. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich muss einen Zauberspruch lernen. Können Sie mir dabei helfen? Ich muss ganz schnell einen Zauberspruch lernen. Und ich dachte, vielleicht könnten Sie... Was denn für einen Zauberspruch? Für meine Diplomprüfung. Ich muss Meister Markus einen Zauber vorführen. Er sagt, dafür muss man Monate üben. So viel Zeit habe ich aber nicht. Ja, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich kenne viele Zaubertricks. Tricks? Ich kenne zum Beispiel einen in der Fachwelt weitgehend unbekannten Zauber mit einem Zylinder und einem Kaninchen. Damit kannst du deinen Meister Markus aus den Socken hauen. Ich brauche nur ein Kaninchen und einen Zylinder. Wow. Und Sie können mir den Zauber heute noch beibringen? Keine Sorge. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Also gut. Ich besorge das Kaninchen und diesen Hut. Ich Glückspilz. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es trotzdem bestimmt wahr, sage ich immer. Ich muss weiter. Ich gehe dann mal. Ah ja, seht mal an. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Hier die Karotte. Die Karotte passt nicht einmal mehr in den Käfig des guten Bertram. Vielleicht futtert er wirklich ein wenig zu viel. Dann nehmen wir doch die Karotte mit. Ich glaube, damit tue ich ihm einen Gefallen. So, was haben wir denn noch? Untersuche den Käfig. Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig, sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. Okay, das Glücksrad brauchen wir nicht mehr, dann gehen wir weiter. Und jetzt können wir das Kaninchen mit der Karotte fangen. So einfach geht das.